Dagmar Wöll ist eine moderne Mediennutzerin. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium geht ganz selbstverständlich mit Handy und Laptop um. Jetzt hat sie sich sogar eine Twitter-Gemeinde aufgebaut. Wie sie das alles zeitlich unter einen Hut bringt, das verrät sie im NZ-Interview. Frau Wöll, wie viele Stunden sind Sie online täglich? Oh, das ist jetzt eine schwere Frage, weil ich ja sehr viel arbeite mit Communicator, also auch sehr viel telefoniere. Kann ich nicht sagen, ist unterschiedlich. Würde ich vielleicht sagen, 1-2 Stunden, 1,5 Stunden. Sie nutzen ja die modernen Kommunikationswege wie Twitter sehr intensiv. Wie viele Meldungen, wie viele Tweets setzen Sie denn pro Tag ab? Ja, es ist immer unterschiedlich. Manchmal Samstag ein bisschen weniger, Sonntag auch. So am Tag so 2 Stück. So im Durchschnitt. Erreichen Sie damit hauptsächlich die junge Zielgruppe oder haben Sie überhaupt eine Vorstellung, wen Sie damit erreichen? Ja, ich habe noch nicht so viel Followers. Ich glaube, ich bin jetzt momentan bei 150 angelangt, aber es sind dafür echte Followers. Darüber freue ich mich auch. Viele machen es ja auch so, dass sie sich selber Followers sich anmelden, um sozusagen eine höhere Zahl zu bekommen. Aber es werden immer mehr und letztes Mal war ich bei wahl.de ganz oben an der Spitze mit den meisten Followers, die in kürzester Zeit auch dazugekommen bin, habe ich mich auch darüber gefreut. Also ich hoffe natürlich hier, oder ich wünsche mir natürlich viele Menschen, die mir folgen, dass ich auch die Person Dagmar Wöll hier mit ein bisschen vorstellen kann. Also ich will jetzt nicht nur politische Nachrichten absetzen, sondern auch ein bisschen sagen, was macht sie denn eigentlich den ganzen Tag? Was empfindet sie bei bestimmten Sachen? Ja, auch vielleicht ein bisschen Familie und ja. Ein rundes Bild über die Person Dagmar Wöll. Bei politischen Veranstaltungen und sogar im Bundestag wird ja immer mehr direkt aus den Sitzungen heraus elektronisch Informationen weitergegeben. Stört Sie das? Ja gut, aber das war vorher auch schon. Jetzt wird halt hinaus getwittert. Vorher hat man SMS geschrieben und ganz früher sind die Leute nach draußen gegangen und haben telefoniert. Die Wege werden schneller. Ist klar, man muss sich auf die Gegebenheiten einstellen, man kann es nicht verhindern, also ich kann damit leben. Ersetzt denn dieser elektronische Kommunikationsweg auch immer mehr das persönliche Gespräch bei Ihnen? Ja, das ist, da sprechen Sie etwas an, was ich eigentlich auch ein bisschen bedauere. Also ich als Beispiel, wenn ich jetzt im Wirtschaftsausschuss auch bin und auch Bericht erstatte über das, was im Ministerium momentan auch verhandelt wird oder getan wird, dann schaue ich in letzter Zeit immer mehr auf die Rückseiten von irgendwelchen Laptops, weil immer mehr Abgeordnete natürlich mit ihren Laptops auch in die Sitzungen kommen. Also es wird immer viel geschrieben, während man persönlich redet. Also man weiß da nicht, hört derjenige wirklich interessiert zu, schreibt das alles gleich in sein Laptop oder interessiert es sich gar nicht für das, was du sagst, ist überhaupt keine Kommunikation da und er schaut etwas ganz etwas anderes an. Also mich stört es ein bisschen, aber wie gesagt, es sind die neuen Zeiten, man muss damit leben. Die jungen Leute triffst du heute in jeder Sitzung heute natürlich auch an mit Laptops. Welchen Medien nutzen Sie denn privat? Hören Sie überhaupt noch Rundfunk? Lesen Sie Zeitung? Also ich lese sehr gern Zeitung. Ich lese auch sehr viel Zeitung, also viele verschiedene Zeitungen. Da bin ich noch ein bisschen altmodisch, muss ich sagen. Ich habe auch gern etwas in der Hand noch. Und obwohl ich klar mit Laptop auch arbeite, vor allem auch im Ausland sehr viel arbeite, weil ich natürlich sehr schnell auch an Nachrichten herankomme, an deutsche Nachrichten herankomme, wo ich dann keine Zeitungen habe. Aber hier lese ich hauptsächlich Zeitungen, außer am Wochenende. Am Wochenende gehe ich natürlich dann sehr schnell auch ins Internet, um zu sehen auch schon, was aktuell ist, wenn es dann keine Zeitung gibt. Sehen Sie auch fern zur Entspannung, zur Unterhaltung oder informieren Sie sich nur drüber? Selten. Also ich muss dazu sagen, ich schaue selten Fernseher. Dann das Einzige, was ich mache, wenn ich immer am Abend nach Hause komme, vor allem in Berlin, ich versuche noch einmal in NTV reinzugehen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber hier eben die Nachrichten zu hören. Was hast du überhaupt in der Hauptstadt nicht mitbekommen, obwohl du selber vor Ort bist, mitten im Geschehen, um sich dann auch noch mal zu informieren über die anderen politischen Gegebenheiten. Können Sie sich noch daran erinnern, was so die ersten Sendungen waren, die Sie als Kind im Fernsehen gesehen haben? Oh ja, das weiß ich noch sehr, sehr gut. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Augsburger Puppenkiste. Das war zu meiner Zeit noch. Fury, ganz klar. Flipper ist unser bester Freund. Schönen Dank. Bitteschön.